Auf jeden Fall hat mir eben das einer geschickt. Da hat der Herr Friedrich Brütting, der Bürgermeister von Heubach, sofort darauf reagiert und hat auf seinen Facebook-Account dazu was gesagt. Und wie gesagt, das ist der Brütting, ich hatte das gestern schon mal erwähnt, der bei der Kronjuwelenhochzeit das Jubelpaar umschlungen hatte. Die beiden hatten ja keine Maske auf, er hatte eine FFP2-Maske drauf. Ich habe mir das Bild gar nicht weiter genau angeschaut, hat mich einer darauf aufmerksam gemacht. Das war eine FFP2-Maske mit Auslassventil. Das bedeutet, er war geschützt, das Kronjuwelenpaar nicht. Und sowas dann in der Zeitung zu bringen, sehr bedenklich.